Shutdown in den Vereinigten Staaten, Shutdown in Washington. Ja, die Bundesbehörden sind weiter lahmgelegt und wir wollen sprechen über die möglichen Folgen für die US-Wirtschaft, aber auch für die Weltwirtschaft und für die Finanzmärkte im Großen und Ganzen. Dr. Max Schott ist mein Gast von Sand und Schott, der unabhängigen Vermögensverwaltung. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Schott. Also wir wollen nicht mehr sprechen über das, was da jetzt genau passiert in Washington. Das wissen wir. Streit zwischen den großen beiden Blöcken, den parteipolitischen Blöcken. Aber die Frage ist, wie lange wird das noch gehen und was hätte das dann für Folgen auch für die Konjunktur in den Vereinigten Staaten und für die Finanzmärkte? Es ist dramatischer als in der Vergangenheit. Das ist nicht mehr nur ein Poker. Die Behörden sind geschlossen und das hat möglicherweise jetzt schon Folgen. Also seit der Einführung der Schuldenobergrenze im Jahr 1976 hatten wir die aktuelle Situation bereits 17 Mal. Das ist insofern ganz witzig, weil die Zahl 17 auch mit den 17 Jahren einhergeht, in der es diese Situation nun auch nicht mehr gab. Nämlich seit 1996 hatten wir die Situation nicht mehr. Und im Moment ist die Situation in Anführungszeichen harmlos. Ja, wir haben zwei, wie Sie richtigerweise gesagt haben, zwei Pokerspieler am Tisch. Und diejenigen, die darunter leiden, sitzen nicht mit am Tisch, haben auch ihren Einsatz nicht mit auf dem Tisch liegen. Und richtig spannend wird es Mitte, Ende Oktober. Da geht es um die 16,7 Billionen, also die Schuldenobergrenze. Bislang hat man sich das relativ einfach immer gemacht. Es gab immer Last-Minute-Entscheidungen und dann wurde diese Grenze weiter angehoben. Wird es ähnlich sein, auch dieses Mal? Oder weil beide Streitpunkte ja zusammenfallen, also der Haushaltsstreit und die Schuldenobergrenze, ist die Situation jetzt kniffliger? Die Situation ist dramatisch, deutlich kniffiger. Und sie ist insofern deutlich kniffiger, als dass wir zwei parallele Welten haben. Wir haben auf der einen Seite die Welt der Republikaner und Obama. Hier ist die Situation festgefahren wie nie zuvor. Zuvor gab es immer Last-Minute-Entscheidungen. Es war immer spannend bis zum Schluss. Aber noch nie waren die Blöcke so festgefahren. Und andererseits ist die Weltwirtschaft noch nie so anfällig gewesen, wie sie es nach der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise aktuell ist. Wie spielt es man durch? Keine Einigung Mitte Oktober, vielleicht sogar auch noch nicht Ende Oktober. Wie viel Wachstum könnte das dann kosten, den Vereinigten Staaten im vierten Quartal? Man kann das ja hochrechnen, da gibt es Hochrechnungen, da ist die Rede von bis zu 1,5% weniger Wachstum im laufenden vierten Quartal. Mit was rechnen Sie möglicherweise? Also ich rechne mit den eigentlich drastischen Auswirkungen in der Psychologie. Schauen Sie, USA ist nach wie vor solitär die wichtigste Weltmacht der Erde. Über 25% des Weltbruttoinlandsprodukts werden in den USA originär produziert, nicht nur die Abgleiteffekte. Und sollte es hier zu einem Verrutschen kommen, dann ist es in der Tat nach wie vor, wenn die USA einen Schnupfen hat, hat die Welt eine Grippe. Nur hätte die USA eine Grippe und die Welt wahrscheinlich die Pest. Zahlungsausfall, nur eine technische Frage oder ist das ein Szenario, was Wirklichkeit werden könnte, zumindest temporär? Also wenn sich die Blöcke nicht einigen, werden wir temporär einen Zahlungsausfall erleben können in den USA. Wie Sie wissen, ist in den USA die Welt sehr gläubigerfreundlich gestaltet. Das soll heißen, wenn die USA nicht weiter zahlen kann, dann werden die Steuereinnahmen zunächst einmal und ausschließlich für Zins- und Tilgungszahlung fälliger Anleihen verwendet. Das ist anders als in anderen Ländern, wo man einen Gläubigerausgleich insgesamt sucht, sondern hier werden zunächst die Finanzgläubiger befriedigt. Und das wird natürlich für die Wirtschaft in den USA noch unglaublich dramatischere Auswirkungen haben. Das Rating ist ja schon runtergenommen worden von S&P, vor einem Jahr gut, von AAA auf AA+. Könnte das nochmal ins Wackeln geraten dann im Zuge dieser aktuellen Entwicklungen? Also ich wundere mich sowieso, dass die Ratingagenturen bei diesem Trauerspiel, bei diesem Schauspiel, dieser Tragödie stillhalten und nicht schon längst mehr oder weniger offen mit einer Herabstufung drohen. Fazit, was sollte der Anleger machen? Finger weg im Moment von US-Aktien. Wir kommen bald rein in die Berichtssaison, also ein heißes Zeitfenster, auch von der Unternehmensseite her. Finger weg oder kann man an schwachen Tagen, sollte man an schwachen Tagen einfach mutig sein, weil es letztlich zu einem Kompromiss kommen wird zeitnah? Also wir haben ja in den USA dieses Jahr bereits solide zweistellige Zuwachsraten gesehen. Ich selbst würde, und so machen wir es auch in der Vermögensverwaltung, hier nicht weiter nachinvestieren, sondern zunächst mal auf der Seitenlinie abwarten, wohin die Reise denn tatsächlich geht. Und ansonsten ist es natürlich schon so, dass man den ein oder anderen schwachen Tag oder insbesondere auch den ein oder anderen Wert, der jetzt einen kräftigen Dämpfer bekommt, nützen kann, um die Position weiter aufzustocken. Worst-Case-Szenario, ist ein zweites Lehman möglich, ein politisches Lehman für die Weltwirtschaft, eine große Depression? Da gab es warnende Stimmen vom US-Finanzminister vor wenigen Tagen oder ist es jetzt ein bisschen zu negativ betrachtet? Also wenn die USA tatsächlich in diese Zahlungsunfähigkeit rutschen,
dann wird es, was wir bei Lehman erlebt haben, in den Schatten stellen. Schauen Sie, bei Lehman hatten wir ungefähr 500 Milliarden Dollar im Feuer. Hier haben wir 16 Billionen Dollar im Feuer. Das wird Auswirkungen haben, die weit über das hinausgehen, was wir bei Lehman erlebt haben. Sagt Dr. Max Schott. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Also, liebe Zuschauer, das könnte heiß werden, auf jeden Fall heiß bleiben, zumindest in den nächsten Tagen. Das war unser Thema, der Shutdown in den Vereinigten Staaten, der Shutdown in Washington.